Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Heute auf Eberjagd mit dem guten alten Jan, der eines Tages tot sein wird, weil ich keine Hilfe leiste. Ich höre sich gerade rechts neben mir an. Als wäre da irgendwie ein Reh lang galoppiert oder so. Als würde mich irgendwas verfolgen. Nee, hey Jan, beschütz mich. Was auch immer mich verfolgt. Ich schwöre es euch, irgendwas verfolgt mich. Ist mir als Kind mal passiert, dass ich gegen eine Laterne gelaufen bin. Dass ich mit jemandem gequatscht habe, weißt du, bla 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 bla. Und dann habe ich mich genau umgedreht, als ich vor der Laterne war. Und schön die Nase draufgeschlagen. Das war cool. Vor allem ein Weg, den ich jahrelang gegangen bin. Und anscheinend nicht mehr wusste, dass da irgendwas ist. Wir jagen jetzt aber keine Rehe, ne? Da habe ich schon gejagt. Auch wenn ich in Versuchung bin. Nee, er ignoriert sie. Er will den richtigen Eber. Oder auch nicht. Ja, verscheuch Sieh sie. her, eine Sohle. Sie wurde erst kürzlich angelegt. Irgendwo in der Nähe müssen Wildschweine sein. Also, wie letztes Mal. Langsam und leise. Egal, was du tust. Ach, das sind Sohlen. Wir werden von diesem Hügel aus nach ihnen Ausschau halten. Ist das blöd? Hey, pass auf! Die Leute heutzutage. Du wärst nicht der erste Adlige, der aufgespießt worden ist von einem Eber. Gib mir Fruits. Willst du ihn mit einem Pfeil erlegen? Ja, gewiss. Warum denn auch nicht? So wirst du ihn niemals töten. Wildschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Meisterjäger geworden, ja? Sieh zu und lerne. Oh yeah, siehst du? Verdammt, bin ich gut. Schnauze. Tja, wenn du mir das nächste Mal erzählen willst, ich könnte keinen oh oh. Keiner mit einem Pfeil erlegen, solltest du... Scheiße. Ihm nach. Pass. Aufs Pferd, Heinrich. Dieses Schwein entkommt uns nicht. Ich hab kein Pferd. Und er war nie wieder gesehen. Jetzt will ich den Eber jagen. Willst du mich verarschen? Aber wollt Wiese. Scheiß drauf. Ist mir egal. Vielleicht ist das so gescriptet, dass man es nicht schaffen kann. Du bist schuld. Der Eber ist nicht tot. So. Interessanter Ort. Das hier oder was? Ich dachte, da wäre ein Buch gewesen. Das wäre unheimlich. Ein Buch, das den Regen und die Witterung überstanden hätte. Okay, wir gucken mal nach dem Bereich. Geil, aber ich glaube, er ist da in die Richtung. Wenn ich jetzt nur Fährten lesen könnte. Und Fallenbogen kann ich wohl jetzt vergessen. Aber wenn man Eber mit Speeren jagt, ne? Würde mich verarschen? Ich laufe die ganze Zeit in die falsche Richtung, ich muss nach Westen. Warum habe ich dann bisher noch keinen Speer gesehen? Weil ich brauche ja einen Speer, wenn ich Eber später jagen will. Es ist ganz suspekt, Freunde. Ganz suspekt.
bezweifle aber stark, dass ich hier irgendwo Eber irgendwie sehen werde. Aber rein theoretisch gab es zu der Zeit noch Wölfe in den Wäldern. Um und in Deutschland herum. Und wir sind ja um und in. Also um. Also ich vermute fast, dass er halt da oben rechts in dieser kleinen Nische sein wird. Ich will dich haben. Ich will dein Scheißgeweih haben, Kleiner. Was zum Teufel war das? Verdammt, er ist auf der Hut. Komm schon, Headshot, Headshot, Headshot! Auf dich zu drehen und zu wenden. Ach komm, Kleiner. Kipp doch einfach um, bitte. Ich habe ihn doch getroffen. Oder sind die Pfeile nicht stark genug? Verflucht. Ich will doch nur ein Hirschgeweih. Die sind bestimmt voll wertvoll. Wo ist die Botsau hin? Da. Ernsthaft? Neue Stufe Vitalität. Und neue Jagdstufe, okay. Na geil. Will ich das haben? Ne, dann bin ich überladen. Weißt du, jagt einen Hirsch und sammelt nur seinen Pfeil wieder auf. Ah, ich bin sehr naturgebunden, Freunde. Ich lasse die Natur in Ruhe, nachdem ich sie getötet habe. Ich möchte gerne etwas Dörrfleisch essen. So, und dann, was will ich dann machen? Ich wollte irgendwas machen, aber jetzt egal. Ich hab's nämlich vergessen. Gut, gehen wir nach Le Nordain. Oh, ich bin überfressen? Hä? Oh, ich habe auf Energie geguckt, ups. Ja, sterben's. So ist der Bengel jetzt. Ach, stimmt. Ich erinnere mich. Jagen. Trophäen oder Gerber. Machen wir Gerber. Und danach machen wir Hauer. Sag mal, wo ist denn der? Hallo, bist du ein Wilderer? Na gut, ja, alles gut. Ich habe nur ein bisschen Stehlen an dir trainiert. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber ich finde den Typen nicht. Naja, let's cut. Was ist denn nur passiert? Okay, du willst dich prügeln? Riado! Ich habe viel gelernt in meiner Zeit, außer dass ich meine Waffe anscheinend nicht ausgerüstet habe. So, ich will dein Ohr haben, Freundchen. Ich will dein Ohr haben. Ah.
Endlich holst du dein Schwert raus. Was? Schwert? Geht doch. Du kriegst da ja auch noch was machen, mein Kleiner. So. Ach ja, die Zeit läuft ja weiter, ne? Was ist das hier? Leichter humanischer Helm. Ja, ich kann sowieso kaum noch was tragen. Ich hab mich nicht mal bewegt, Bursche. Und ich bin größer als ein Hase. Kumanischer Bogen. Verband nehme ich noch mit. Buntpfeil. Dunkelfußwickeln mit Sohlen. Ja. Die Lederhandschuhe finde ich gut. Ich habe leider kein Dietrich mehr, ne? Naja. Da. Worauf wartest du? Binde mich los, um Himmels Willen. Ja, warte noch kurz, ich bin überladen. Werfen wir das Brot weg. Weißt du was, wir werfen mal das restliche Hasenfleisch weg, das ist sowieso kurz vorm Vergammeln, ne? So, diese Handschuhe sind 13-13 und die Handschuhe, die ich gefunden habe, sind 4-4. Das ist wesentlich besser. Na gut, und dann plündere ich nochmal die komischen Typen hier. So, wir nehmen natürlich nur wertvolle Sachen mit und Sachen, die vielleicht nicht allzu schwer sind. So, und bei dir nochmal dasselbe. Das ist nice, das ist nice. Das geht so. Die sind auffällig, hätte ich nicht gedacht. Na gut. Oh. Dankeschön. So, jetzt komme ich. Aber ich hätte ihn nicht retten sollen. Aber ich hatte keine Wahl. Wegen Quest und so. Ich lasse eine Bronzebüste von dir fertigen, mein Freund. Aber wo warst du so lange? Ach, du weißt schon, Beeren sammeln, Wein trinken, ein Nickerchen machen. Du Verrückter! Sie hätten mich fast am Spieß geröstet. Ich finde, es sah eher so aus, als würden sie dir die Jungfräulichkeit rauben. Na hör mal, Mistbauer! Spricht man so etwa mit einem Edelmann? Du siehst nicht gerade edel aus. Ein Edelmann mit gequetschten Eiern, Freund. Jetzt spielst du mit dem Feuer. Ich könnte dich dafür an den Pranger stellen und dir mit meinen eigenen Händen die Eier quetschen. Diese Verletzung sieht nicht gut aus, Herr. Wohl wahr. Diese Kumanschweine haben mich ganz schön aufgemischt. Und mein blödes Pferd ging durch. Du musst mich nach Hause bringen. Je früher wir von hier verschwinden, desto besser. Wer weiß, wie viele Schurken hier noch umherstreifen. Dann lass uns aufbrechen. Das war Aufregung genug. Ich will nicht Best Friends mit ihm sein. Ich will es nicht. Wie ist das möglich, Ratzig? Diese Bastarde sind kaum eine Meile von der Burg entfernt und doch so dreist. Wir müssen dringend mehr Wachen entsenden. Das würde nichts nützen, Hanusch. Selbst wenn wir 10-mal so viele Männer hätten, könnten wir nicht jeden Stein im Reichslehen umdrehen. Du hast nach mir verlangt, Herr? Tritt ein. Wie kann ich dir das bloß danken, Heinrich? Ohne dich wäre Hans jetzt nicht mehr am Leben. Und dabei hatte ich dich doch eigentlich zur Strafe mitgeschickt. Ich tat bloß meine Pflicht, Herr. Ach bitte, sei nicht so bescheiden. Du hast nicht nur Mut, sondern auch Treue gegenüber deinem Lehnsherrn bewiesen.
Dafür nehme ich dich in mein persönliches Gefolge auf. Herr, ich... Hab Dank, Herr. Na dann stoßen wir auf deine Beförderung und Hans schnelle Genesung an. Steh nicht doof rum, Junge, schenk uns ein! Vergib mir die Störung, Herr, aber ich bringe dringende Kunde. Was ist los? Gerade kam ein Stallbursche aus Neuhof. Er sagt, Banditen hätten heute Morgen das Gestüt überfallen. Es gab viele Tote und Verwundete. Kurva! Erzähl genau, was passiert ist. Ich bin nicht ganz sicher. Der Junge war so verstört, dass er kaum reden konnte. Er sagte, die Banditen hätten aus purer Lust getötet. Es tut mir leid, Herr. Dein Vasall Smil ist tot. Wer hat das getan? Wer war das? Wir wissen es nicht, Herr. Der Junge stammelte die ganze Zeit etwas von einem riesigen Kerl in schwarzer Rüstung, der den Angriff anführte. Nimm so viele Männer, wie du brauchst. Reite nach Neuhof und finde diese verdammten Bastarde. Und bring mir ihre Köpfe. Ja, Herr. Meine Männer stehen dir ebenfalls zu Diensten, Hanusch. Danke, mein Freund. Herr, lass mich mitreiten. Er platzt förmlich vor Kraft und Elan. Der Anführer, das muss derselbe Klotz sein, der mich in Scarlets angriff. Es kann keine zwei Männer im Königreich geben, die so aussehen. Denkst du, er könnte mein Schwert noch haben? Gewiss könnte noch ein Schwertkämpfer nicht schaden, oder, Hauptmann? Ja, wie du befiehlst, mein Herr. Wie schnell kannst du aufbrechen? Sobald die Männer bereit sind. Gut. Warte auf dem Vorplatz auf Heinrich. Und gib ihm ein Pferd. Ein Pferd? Seine Belohnung für Herrn Hans Rettung. Er wird's brauchen. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Geht schon. Ich will diese dreckigen Hunde so bald wie möglich in den Händen des Henkers sehen. Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr. Zero kriegt ein Pferd. Vielleicht mache ich doch noch ein bisschen die Hauptmission. Das macht irgendwo schon Spaß. Ah, ich hätte Stealthy durchgehen sollen, um ihn zu retten. Es ärgert mich, dass ich diesen vollen Bogen genommen habe, weil ich mich ernsthaft so gefühlt habe, als hätte ich ihn treffen können. Und selbst wenn ich ihn getroffen hätte, wäre er nicht umgekippt. Naja. Ich brauche halt irgendwie wirklich so Wundpfeile, Giftpfeile, irgendwie sowas in der Art, um wirklich sowas reißen zu können. Naja. Ja, wir sind also jetzt beste Freunde und ich bin in einer neuen Aufnahme. So, ich hatte das genutzt, dass der gerade das Spiel gespeichert hat. Vielleicht holen wir dieses Lumpenpack ja ein. Ich habe sie doch alle getötet. Wie willst du denn einholen? So, wir begeben uns zu unserem eigenen Pferd. Mein Pferd. Können wir los? Bist du bereit? Du bist ein bisschen leiser, aber bin ich ja. Ja, Hauptmann. Gut. Folge mir, halt den Mund. Und tu genau das, was ich dir sage. Ich weiß nicht, was Herr Ratzig in dir sieht. Und es ist mir einerlei. Wenn du mit mir reitest, erwarte ich Gehorsam. Ich bin niemandes Lakai. Ich bin niemandes Lakai. Ein vorlauter Welpe, wie ich mir dachte. Als Maul. Wieder besseres Wissen haben sie sich entschieden, dir ein Pferd zu geben. Mir egal. Der Apfelschimmel neben meinem Hengst gehört dir. Kümmere dich gut um ihn. Ich mach ihn kaputt. Sattel mit dir und folge uns. Und ess ihn. Ich mache mit meinem Pferd, was ich will. Ist das der Umgedrehte? Hey, bleib stehen. Zeig mir, was du bei dir trägst. Also gut, Männer. Ernsthaft? Und keine Trödelei. Der Letzte, der ankommt, kriegt ganz auf die Rübe. Ich stütze mich einfach auf mein Pferd. Was ist denn los? Welchen Teil davon begreifst du nicht? Ich habe eine Mission. Es tut mir leid. Verdammt! Halt dich von den Leuten fern, wenn du mich halten kannst. Oh. Gott. Reiten auf dem Pferd ist echt schlimm. Ich gebe nicht auf, ich gehe einfach weg. Verfolgt er mich jetzt, oder was? Los, komm schon! The fuck? Was ist was? Nicht lang dauern. Mehr hast du nicht drauf? Ich hab gar nichts gemacht! Ich gebe auf. Ich gebe doch auf. Soll das etwa alles sein? Hab ich dich. Dir werde ich's zeigen. Du wirst lernen, was Gerechtigkeit bedeutet. Gerechtigkeit? Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Na schön. Hier, bitte.
Also gut, sieh zu, dass das nicht nochmal passiert. Schubst mich von meinem Pferd, weißt du? weil er mich mitten in der Burg auch plötzlich untersuchen will. Ist klar, Digga, ist klar. Such dir ein Hobby, ganz ehrlich. So, ich habe auf ihn drauf gespuckt. Das wird ihm eine Lehre sein. Okay, ich bin ein bisschen überfressen, das macht aber nichts. Wir müssen unserer Quest hinterher. Galten ist an sich schon ganz cool. Ich habe jetzt mein eigenes Pferd, ne? Und ich weiß ja mittlerweile, wie man feilt. Was? Pfeift? Von daher, denke ich mal, wird das Spiel jetzt ein bisschen flotter vorangehen für uns. Gerade wenn wir auch überladen sind. Einfach aufs Pferd und dann ist gut. Auch wenn das Pferd wahrscheinlich da auch nicht so wirklich was reißen kann. Steuerung komplett vergessen, ist okay. Wo ist denn unser Ziel? Ah, wie? Was? Achso, wir haben zwei A's. Ich schaffe... okay, und das ist... finde die Nachtigallen. Okay. Ach, das... wieso habe ich so viele A's? Oh, da ist eine Quest mittendrin. Und wir müssen dahin. Das heißt, eigentlich kann ich da direkt schnell hinreisen, aber ich möchte zum... na, das ist ein dämlicher Aktivitätengeber, ne? Pff. Den kann ich verzichten. Wir reiten einfach schnell dahin. So. Nächste ist dann viel schneller. Gerade mit dem Pferd ist das wunderbar. Ich glaube auch, dass du mit dem Pferd weniger aufgehalten werden kannst, weil du gehst einfach weiter und denkst dir, ja... redet mal, ich reite dann mal weiter. So. Wo sind die Herren jetzt? Okay, die sind also genau da. So, und was ist jetzt meine Aufgabe genau? Folge den Männern nach Neuhof. Ich sehe hier zwar Wildpferde oder Pferde, die weiden, besser gesagt. Müssen ja nicht unbedingt Wildpferde sein. Oh. Ich sehe schon. Das ist fast schon wie so ein Signal für mich. Weiß auch nicht, ob es hier Stress gibt. Okay. Abgefackeltes Pferd. Die haben hier auf jeden Fall ein Gebäude abgefackelt, aber die anderen scheint es nicht zu interessieren. Ist ja sonst keine Sau. Hä? Willst du mir etwas sagen? Brennt es da jetzt auch? Oder ist das so ein altmodischer Kamin, wo das rausbrennt? Hä? Wo brennt das denn raus? Hä? Hab ich das Spiel kaputt gemacht? Hallo? Die haben hier ein abgefackeltes Haus und hier ist eine Dorfbewohnerin, die chillt? Wollt ihr mich verarschen? Wie groß ist denn das Gebiet, was ich untersuchen muss? Ich glaube, wir müssen da rein. Na gut, okay. Wieso nicht? Ich will laufen. Was ist hier passiert? Verdammt, Gott, verdammt! Was? Wer ist da? Ruhig. Ich möchte nur fragen. Ich weiß nichts. Woher kamen sie? Hast du mitbekommen, aus welcher Richtung sie kamen? Nein. Hab gar nichts gesehen. Was ist hier passiert? Was ist hier wirklich passiert? Weiß nicht. Irgendwer hat angegriffen. Weiß nicht wer. Ich habe Rotschopf befragt. Okay. Bist du verletzt? Bist du verletzt? Ganz und gar nicht. Hab keinen Kratzer. Okay. Ach, hier haben die gelöscht. Guck mal, hier sind noch die Eimer vom Löschen. Ah, oh, das ist cool gemacht, muss ich sagen.
Bis hier alles auch nass ist. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Inspizieren wir mal gleich hier. Kann nur so grausam sein. Wie kann man... Hey, du! Wer ist der Teufel? Ex-Griffel da weg! Ich hab gar nicht, ich untersuche hier den ganzen Kram. Alter, ich bin Ich hab aufgegeben. Jemand hat dich beim Stehlen erwischt. Das wird teuer. Du wirst lernen, dass Verbrechen sich nicht lohnen. Ich hab ihn inspiziert. Typisch für mich. Also gut, nur so viel. Das Schicksal des Königreichs hängt am seidenen Faden. Alles liegt an Sigismund und Wenzel. Das ist hohe Politik, verstehst du? Aber kein Wort zu irgendwem. Also, ich dachte, ich hatte ja keine Ahnung. Wenn das so ist, darfst du gehen. Ein Dieb! Ich hab gar nichts gemacht. Ich inspiziere die Leute. Ich wollte ihn nicht beklauen. Ja, ich gebe zu, ich wollte ihn beklauen. Ich habe Klauen gesehen und dachte mir auch, wenn ich schon mal dabei bin. Ja, du sollst sie inspizieren, Alter. Ach, ich wollte... Okay, gut, das erklärt einiges. Zu dem sagst du jetzt nichts? Wie kann man nur so grausam sein? Weiß ich nicht. Frag dich doch mal selber. Ein Pfeil. Wir haben ein Indiz. Okay. Ist das dein Ernst? Diese sinnlose Brutalität. Sie schlachteten Menschen und Ross ab und doch scheint es, als hätten sie nichts gestohlen. Doch, die Seelen der Menschen. Okay, und nu? Rotschopf? Das bringt mich aber irgendwie nicht weiter. Kann ich auch sonst mit niemandem reden, ne? Vor allem, welche Quest habe ich denn da gerade aktualisiert? Verwirrt. Okay, nicht die, die ich wollte. Ja gut, dann sorry, ich bin da mal weg. Vielleicht kommt die Quest ja noch. Also ich vermute mal, wir müssen hier in diese kleine befestigte Anlage rein. Blut. Noch mehr Blut. Oh. Armer Kerl. Er muss hierher gekrochen sein. Wenn sie es auf die Pferde abgesehen hatten, müssten beim Hauptstall mehr sein. Kann man nur so grausam sein? Okay. Wir gehen einfach mal rein und gucken. Sie haben selbst hier drin alles abgeschlachtet. Du! Wo warst du? All dieses Gerede und dann verschwindest du. So einen kann ich nicht gebrauchen. Aber ich... Wir haben auf dich gewartet, während die Leute hier litten. Wir hätten diese Hundsköter erwischen können, aber deinetwegen konnten sie abhauen. Weil ich... Verhaftet wurde von deinen Leuten. Ich will es nicht hören. Vielleicht kann ich mich ja trotzdem ein wenig nützlich machen. Smil, der Besitzer des Gestüts. Er war ein paar Mal in Scarlets. Seine arme Witwe. Weißt du, ich werd von seinen Leuten werde ich festgehalten. Nee, wir müssen dich untersuchen, Alter. Weißt du, und dann meckert er rum. Ich kann später wiederkommen. Nein, du gehörst zum Hauptmann. Und je schneller du alles erfährst, desto schneller fasst ihr diese Barbaren. Wer hat etwas gesehen? Wen könnte ich zum Überfall befragen? Hat irgendjemand etwas gesehen? Rotschopf hat im Stall geschlafen. Vielleicht hat er was gesehen. Nö. Soviel ich weiß, ist Mark zuerst aufgewacht. Mit ihm zu reden kann nicht schaden. Jakob, okay. Der alte Stallbursche. Er schlug sich sogar mit denen. Sonst fällt mir niemand ein. Erzähl mir von dem Überfall. Tut mir leid, dich zu stören, gute Frau, aber könntest du mir vom Überfall erzählen? Smell und ich wurden vom Lärm geweckt. Wir dachten, dass die Pferde ruhelos wären oder irgendein Trunkenbold vom Wirtshaus Krach schlägt. Das kommt schon mal vor, oder was? Kommen öfters Betrunkene hierher? Manchmal. Aber nicht dieses Mal. Mein Gatte ging nach draußen. Um nachzusehen, was los ist. Dann hörte ich nur laute Stimmen und Schreie. Ich war so töricht. Es kam mir zunächst nicht mal in den Sinn, dass Mill etwas zugestoßen sein könnte. Erst am Morgen wurde es mir klar. War ein großer, schwarz gekleideter Kerl unter ihnen?
Konntest du sie sehen? Es gibt da diesen Kerl, einen Hünen, ganz in Schwarz. Hast du ihn gesehen? Nein. Okay, vielleicht waren das doch nicht die Leute. Wo kam der Lärm her? Und wo hast du den Lärm gehört? Überall. Es herrschte Chaos. Ich weiß nicht mal, wie viele es waren. Ich meine am Anfang. Erinnerst du dich, aus welcher Richtung der Lärm kam? Ich weiß es einfach nicht. Und welche Stimmen hast du gehört? Hast du die Stimmen erkannt? Nein. Aber sie sprachen Tschechisch. Fluchten wie Dämonen und beschimpften sich. Sie beschimpften sich? Gab es Streit? Ja. Es muss etwas passiert sein. Vielleicht wollten sie nicht, dass einer stirbt. Das kannst du haben. Wie kann man nur so grausam sein? Sie haben sie wirklich abgeschlachtet. Warum tut... Hast du nicht gesagt, dass du die Gegend erkundest? Bin dabei. Gut, Freunde, aber das Erkunden werden wir wahrscheinlich dann morgen übernehmen. Ich denke nicht, dass sie die Pferde stehlen wollten, weil sie alle tot sind. Und dann werden wir morgen aufklären, was passiert ist. Nicht wahr, Mister, wer bist du? Alles. Jakob. Haut rein, euer Zero. Tschüss.